Ich kann loslegen, ne? Also ich wünsche jetzt erstmal allen, die jetzt zugeschaltet sind, einen wunderbaren, schönen, guten Abend. Das heißt den Umständen entsprechend einen interessanten Abend. Und freue mich auf die Veranstaltung und das Gespräch, das ich heute führen darf mit dem Vorsitzenden vom Klimabündnis in Rastatt, Herrn Dr. Erwin Groß, einem Unternehmer, der sich schon seit Jahrzehnten seit vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt, der Energiewende konkret. Von meiner Seite erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Groß, zu dieser Veranstaltung. Schön, dass Sie uns... Ja, Herr Henschel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann, vielleicht sage ich erstmal ein paar Sätze zur Veranstaltung heute Abend und was von meiner Seite her das Ziel ist, das Ziel sein sollte. Wir müssen in dieser Zeit, die sehr von Corona dominiert ist, dürfen eines nicht aus dem Auge verlieren, nämlich, dass wir eigentlich eine viel größere Herausforderung vor uns haben. Da ist halt eine Reihe von Forderungen gestellt worden, der wir Grüne uns immer versucht haben zu stellen. Natürlich ist man immer unten und muss nach Kompromissen suchen. Aber es ist jetzt im kommenden Jahr eine der großen Herausforderungen, eine politische Ausgangslage erreichen, bei der alle Parteien nach Möglichkeit einen Strang ziehen und bei der der Klimaschutz eine zentrale Rolle spielen wird. Denn wir haben nicht mehr viel, um die Wende tatsächlich hinzubekommen. Die Klimawissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sagen alle, so einen Zeitraum waren, dann müssen wir die Wende so unumkehrbar in Gang gebracht, dass es praktisch nicht mehr ausgebremst werden kann und dass wir tatsächlich auch eine merkliche Ende. Andernfalls wird es auf der Erde ungemütlich. Unser Raumschiff, mit dem wir durch das Sonnensystem reisen und Teil einer Bedeutung, dass wir uns alle darauf konzentrieren, alles so auszurichten, dass Klimaschutz eine wichtige oder entscheidende Rolle auch spielt. Wir werden getrieben aus der die junge Generation. Future war vor gut einem Jahr massiv daran beteiligt, dass das Thema Klimaschutz der öffentlichen Diskussion geführt wurde und schon zum Teil älter, ich weiß gar nicht, das Klimabündnis in Rastatt, vermutlich mindestens auch so alt, wenn nicht schon älter. Schon älter sind die Forderungen, die auch ganz konkret auf kommunaler Ebene in der realen Politik an uns gerichtet worden ist, an uns die Politiker im Land und in den Kommunen. Und eine von den Bündnissen, die da sehr vehement von Anfang an dabei war, war das Klimabündnis Rastatt. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute sich die Zeit nehmen, Sie, Herr Dr. Groß, aber auch alle zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um miteinander, mit mir und mit uns in die Diskussion zu kommen. Herr Dr. Groß, vielleicht sagen Sie erstmal ein bisschen zu sich und zu dem Klimabündnis und gerne auch zu den Forderungen, die Sie an uns als Politiker stellen. Ja, Herr Henschel, herzlichen Dank für die Einführung. Und zu meiner Person, ich bin von Haus aus Physiker. Ich arbeite als freier Mitarbeiter am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung seit 1993 und bin selbst noch Unternehmer im Bereich regenerative Energien. Und das Klimabündnis, das war ursprünglich eine Gründung von dem Lehrer in Tula, dem Manfred Schies, einem sehr engagierten Menschen, der also auch einen Teil seines Lebens in Tansania als Entwicklungshelfer verbracht hat und dann mit seiner Familie wieder zurückkam, sich Sorgen um das Klima gemacht hat und hat das dann sehr konstruktiv
hingebracht, hat dann solche Wege beschritten. Der hat das 50-50-Programm an den Rastatter Schulen integriert. Also die Hälfte, die Schule dann an Energiekosten einspart, bekommt sie von der Stadt Rastatt, also sprich von ihrem Schulträger, zurück. Und das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Also die Rastatter Schulen konnten da ihren Energieverbrauch nahezu halbieren. Parallel dazu ging es natürlich auch darum, dass man entsprechend auch Partnerschaften in den Süden aufbaut. Das kam eben aus seiner Zeit als Entwicklungshelfer, hat das Schulsystem in Tansania mit aufgebaut. Und wir haben jetzt vor kurzem eine Wiedergründung der Initiative dann angeregt. Über die Naturfreunde haben wir gute Beziehungen in den Senegal nach Saint-Louis, haben da die Stadt Rastatt auch, hat eine Klimapartnerschaft mit dieser Stadt. Und da geht es auch um ganz konkrete Projekte. Klimapartnerschaft bedeutet, wir machen auf der einen Seite etwas bei uns und parallel wollen wir das aber auch dann bei unseren Partnern spiegeln. Und da geht es im Moment darum, Stadtbäume zu sponsern. Also wir sammeln auch Geld in Form von Baumpatenschaften für den Senegal und wollen auch die helfen, die Mangroven wieder aufzuforsten. Es gibt eine sehr starke Erosion durch das Meer. Und durch Mangroven kann man auf der einen Seite auch wieder den Menschen etwas zu verdienen geben, Fischerei, Holznutzung, aber man kann auch Küsten befestigen. Und Mangroven sind etwa fünfmal so produktiv wie Regenwälder, was CO2-Einbindung angeht. Also das wäre auch ein direkter Weg, um da CO2-Senken zu schaffen. Zu den Forderungen vom Klimabündnis, die haben wir natürlich nicht selber erfunden, sondern kommen da auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück, über den IPCC, national auch durch das Wuppertal-Institut. Das hat eine Studie gemacht zu einem Beitrag Deutschlands zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Also sprich, die international vereinbarten Ziele von Paris. Wie muss das aussehen? Da muss man einfach sagen, wir sind sowohl vom Klimaprogramm des Bundes als auch des Landes da hinter diesen Zielen deutlich zurück. Also, wenn wir die Ziele von Paris ernst nehmen, dann haben wir in Deutschland noch ein Budget von 4.200 Millionen Tonnen CO2, die wir noch rauspusten dürfen. Auf Baden-Württemberg kommen noch mal etwa 10% davon zu. Und um das zu erreichen, dass wir da nicht übers Ziel hinausschießen, müssen wir es schaffen, je nach Ausbaupfad, also bei linearem Reduzieren des CO2s, müssen wir 2030 bis 2032 klimaneutral sein. Das heißt, nur noch so viel auspusten, wie wir dann auch wieder in Form von Pflanzenwachstum binden können. Und wenn wir jetzt am Anfang noch schneller absenken, haben wir noch einen Ausbaupfad bis 2035, aber nicht, wie es die Bundesregierung im Moment anstrebt, klimaneutral bis 2050. Da haben wir unser CO2-Budget praktisch verdoppelt. Oder auch die Landesregierung ist mit dem Klimaschutzpakt, der sich dann an das Klimaschutzgesetz dann anlehnt, mit weitgehender Klimaneutralität bis 2040 einfach nicht ehrgeizig genug. Man sieht schon, wir sind insgesamt schon
auf einem Weg, aber es fehlt ein bisschen der Ehrgeiz, das noch deutlicher abzusenken. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Ja, aber es ist schaffbar. Also in unserem Vorgespräch habe ich ja schon erwähnt, dass es die Amerikaner mit ihrem Mondlandeprogramm geschafft haben. Kennedy hat 1962 ausgegeben, wir werden noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen auf den Mond setzen. Wissenschaftlich totaler Blödsinn, aber er hat es geschafft, dieses als sportliches Ziel auszugeben und die Nation stand hinter ihm. Er hat sogar gesagt, es wird was kosten, wir werden die Steuern erhöhen müssen. Das hat niemanden gestört. Ja. Und wenn wir das schaffen, bei einem sinnvollen Ziel, nämlich klimaneutral zu werden, eine Begeisterung, also nicht einen, soll ich sagen, einen Druck, sondern einen Sog zu erzeugen und sagen, jawohl, das kriegen wir hin, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, das, natürlich, wir haben gewisse Ziele und Sachzwänge, einfach CO2 herunterzufahren, aber wir haben auch die Motivation und auch die Technik dazu, sodass man es erreichen kann, wenn man es wirklich will. Und jetzt auf unseren Ort, auf die Stadt Rastatt heruntergebrochen, ist so, also 40% unseres CO2-Ausstoßes geht auf die Stromversorgung zurück. Das heißt, Ausbau, ganz klar, Wind und Sonne. Das neue EEG ist in manchen Sachen ganz gut, aber der Ausbaupfad ist zu gering. Mhm. Ja, es sind 5 Gigawatt im Jahr angedacht, wir brauchen das Dreifache. Und von Wind noch einmal ähnlich viel. Und für Rastatt bedeutet das, das hat ein ganz gutes Projekt der Stadtwerke gegeben. Und zwar nennt es sich die Stadtstrom Rastatt, erste Solar GmbH. Und da sind wir im Moment in Diskussion mit dem Prokuristen und mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke und hoffen, möchten auch dazu motivieren, dass es da eine Neuauflage gibt, dass man auch ein weiteres Megawatt mal mindestens auf Rastatter Dächern baut. Zum zweiten Punkt, das Heizen macht etwa ein Sechstel des CO2-Ausstoßes aus. Und im Klimaschutzpakt des Landes steht also auch drin, dass die Kommunen auch eine Vorbildfunktion haben sollen. Also auch weitgehend klimaneutral bis 2040. Und ich habe unserem Oberbürgermeister auch schon angeboten, wir könnten jetzt nicht nur eine Bürgerbeteiligungsanlage machen, die jetzt Photovoltaikstrom produziert, sondern auch die zum Beispiel städtische Gebäude nach einem Contracting-Modell dann saniert. Da wäre sicher auch eine hohe Bereitschaft da. Und wenn die Kommunen knappe Kassen haben, es gibt durchaus andere Möglichkeiten. Es gibt viele Bürger, die sagen, nur auf der Bank kriege ich nichts. Lege ich mein Geld ökologisch an, wenn es dann auch noch lokal ist, dass ich mich noch damit identifizieren kann, ist das eine gute Lösung. Also auch für das sind wir da offen. Und die Mobilität, die hat etwa 20% an den CO2-Emissionen. Das sind ein paar Mitglieder von uns auch bei dem Mobilitätskonzept der Stadt Rastatt eingebunden. Wir betreiben mit der Stadt Rastatt zusammen auch ein Repair-Café. Das ist also auch wichtig, um CO2-Ausstoß zu reduzieren, dass man schaut, wir haben langlebige Produkte, Produkte, die auch wieder repariert werden können und nicht fortgeschmissen werden und dann gleich ein neues Ersatzprodukt her muss. Wir sind im Klimabeirat der Stadt Rastatt, Baumpatenschaften in Saint-Louis, Senegal, habe ich schon erwähnt.
die Mangrovenaufforstung in Saint-Louis im Senegal, die tritt Corona-bedingt im Moment leider auf der Stelle. Aber auch das wird in Zukunft besser. Da sehen wir ein großes Potenzial. Und parallel dazu arbeite ich auch noch an CO2-Senken, also sprich Biomasseverschwelung. Wenn jemand mal auf meinen YouTube-Kanal gehen will, Kohle in den Boden. Ja, vielleicht passt's. Gut. Vielen Dank. Das sind eine ganze Reihe von sehr konkreten Maßnahmen und für mich der Ansporn, dafür zu sorgen, dass wir A, auf Landesebene genauso agieren und konsequent versuchen, in die Klimaneutralität umzuschwenken, was landeseigene Liegenschaften betrifft. Also gute Stadt, Raststatter Schloss mit Solaranlagen wird wahrscheinlich eher schwierig, aber wir haben da auf Landesebene tatsächlich in den letzten Jahren auch schon eine ganze Menge erreicht. Ich will aber jetzt nicht nur lauter Lob für die Landesregierung bringen, nur das fällt mir immer als erstes ein, dass wir unsere Ziele, Ausbauziele auf den Dächern der landeseigenen Liegenschaften tatsächlich sogar übertroffen haben. Wir waren schneller, aber es gibt andere Bereiche, da haben Sie völlig recht, da sind wir im Obligo. Das betrifft den Ausbau der Windkraft. Da haben wir in den letzten 2 Jahren praktisch nichts mehr an Zubau gehabt. Ich sage auch gleich ein bisschen was dazu, warum das so ist. Und was den Ausbau von Solarenergie betrifft, der schleppt im Moment sich auch dahin. Wobei wir da jetzt schon in der Landesbauordnung eine Solarpflicht für gewerbliche Gebäude installiert haben. Das heißt, wenn ich gewerblich baue, dann muss ich da auch entsprechend eine Solaranlage aufs Dach setzen. Leider ist das aber im Moment bei Wohngebäuden noch nicht der Fall. Das war eine Kompromisslösung, die wir hatten. Das ist eines von den Themen, die wir uns vornehmen für die nächste Legislatur. Wir wollen, dass wirklich alle Dächer, die dafür geeignet sind, beim Neubau oder wenn das Dach ohnehin umgebaut wird und es technisch möglich ist, dass die auch mit Solaranlagen bestückt werden. Das ist eines unserer Ziele. Aber Sie haben das ja völlig richtig gesagt. Das Problem ist, dass man eigentlich sehr vielfältig denken muss. Da finde ich gerade die Ansätze, die das Klimabündnis Rastatt hier bringt, sehr, sehr gut, dass wir eben nicht nur auf der Schiene Energiegewinnung, sondern auch auf der Schiene Mobilität denken. Käme noch dazu, fällt mir ein, nur als kleine Anregung, die Biomusterregion Rastatt hat sich jetzt gegründet, wird gefördert. Auch die Landwirtschaft ist ja ein wichtiger Teil. Da können Sie vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, weil Ihr Projekt mit der Biomasseverschwelung ja damit auch zusammen, denke ich mal zumindest, zusammenhängt. Wichtige Erkenntnis übrigens war für mich vor 2 Jahren, als ich dazu mich mal näher informiert habe, dass wir bei den landwirtschaftlich genutzten Böden eine der größten Kohlestoffsenken regenerieren könnten. Und das setzt halt voraus, dass wir die Böden anreichern mit Kohlenstoff, mit Nährstoffen und diese Anreicherung dann aber auch im Boden lassen. Also sprich nur so viel entnehmen oder weniger entnehmen sozusagen, als wir zuführen, ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir bisher noch viel zu wenig beleuchtet haben. Und wenn ich dann in die Landwirtschaft schaue, dass dort in der Vergangenheit im Grunde genommen nur die möglichst effiziente Ausbeutung des Bodens im Vordergrund stand, da müssen wir hin, dass wir wegkommen von Ausbeutung, hinkommen zum Erhalt der Lebensgrundlagen, Erhalt, ich sag mal, der biologischen Grundlagen, der Schöpfung, wie man es auch immer nennen will. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht einer der wichtigen Gesichtspunkte. Der Kollege Hans-Peter Behrens wollte sich eventuell noch einschalten. Mal gucken, ob er im Laufe des Abends noch dazukommen kann. Der ist jetzt seit einem guten Jahr im Landtag und eine seiner ersten Initiativen war, auch das Thema Solar auf Agrarflächen zu thematisieren. Das war aus meiner Sicht auch ein sehr interessanter Ansatz und ist also sofort auf offene Türen beim Ministerpräsidenten gestoßen, kommt auf die Art der Anlage an, aber da sind wir, glaube ich, auch noch in den Kinderschuhen.
Was mir eingefallen ist, Sie erwähnten das Thema, hatten wir im Vorfeld, im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, das Thema Mondlandung. Das fand ich interessant, das fand ich ein wichtiges Symbol. Ich hatte es ja auch schon erwähnt im Vorgespräch. Das war für mich einer der Punkte, die ich ganz zu Beginn, als ich vor nunmehr über 20 Jahren bei den Grünen aktiv geworden bin, im Kopf hatte. Nicht? Warum hat man damals so etwas geschafft? Und das war eine gewaltige Herausforderung. Warum nehmen wir uns das nicht vor? Immerhin geht es jetzt nicht mehr darum, ein kleines Raumschiff zum Mond zu schicken, sondern es geht jetzt darum, das große Raumschiff Erde in seinem Bestand zu erhalten und vielleicht schaffen wir es dann sogar, die Erde noch lebenswerter zu machen. Ich finde, das ist ein schönes Ziel. Und ich glaube, da ziehen wir an einem Strang, wenn wir uns da einfach auch klar machen, was es eigentlich für eine Bedeutung hat, diese Lebensgrundlagen zu erhalten. Dieser schnelle Wandel, daran hatte ich noch gar nicht so richtig gedacht im Vorgespräch. Sie haben natürlich völlig recht, das waren 8 Jahre für eine gewaltige Herausforderung, von hier auf den Mond zu kommen. Und das war eine Sache, die man sich, als Kennedy das versprochen hat, gar nicht vorstellen konnte. Wenn ich mir aber anschaue, wie schnell Entwicklungen manchmal gehen. Ich fand das interessant. 2 schöne Beispiele sind einmal die Entwicklung der Automobilität. 1900 gab es in New York, gibt es schöne Bilder, kann man im Internet abrufen, überhaupt gar keine Autos in New York oder so gut wie keine. 1910, 10 Jahre später, gab es dort keine Pferde mehr. Das zeigt, wie schnell Entwicklungen gehen können, wenn das interessant ist und wenn alle daran mitarbeiten wollen. Und das geht auch heute noch so. Es gibt nette Bilder von der Papstwahl. Ich bin Katholik, aber deswegen nicht so wegen der technischen Seite. Mit der Papstwahl von ich meinte unseren Papst, das war aber nicht Johannes. Franziskus. Nee, das ist der aktuelle. Das war der Unterschied zu seinem Vorgänger. Also Benedikt. Der ist zwar noch existent, aber schon so lange her. Bei Benedikt im 16. Sah man dann, wenn man etwas weiter weg stand von dem berühmten Balkon, sah man vereinzelt so Fotoapparate hochgehalten, in der Hoffnung, dass man da irgendwie in der Entfernung. Und bei Franziskus, dem Ersten, da sah man dann lauter Hände mit Handys, die hochgehalten worden sind. Das zeigt, wie schnell innerhalb der kurzen Zeit, wir liegen keine 10 Jahre auseinander, sich wesentliche Grundlagen massiv verändert haben. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das wollen, dann können wir das in Sachen Energiewende, in Sachen Verkehrswende, in Sachen Agrarwende auch erreichen. Und ich finde es sehr reizvoll. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ziel, was man sich stecken kann. Und vielleicht ist es auch gut, wenn man nicht immer nur die Negativseite sieht, ja, wie gefährlich das wird, wenn die Natur nicht mehr funktioniert. Wobei die Natur, der ist es ja relativ egal, ob es die Menschen gibt oder nicht, sage ich mal etwas platt. So das Schöne ist eigentlich mal zu überlegen und vorzuhalten, dass es ja wirklich darum geht, ein Stück von dem, was wir heute haben, auf jeden Fall auf Dauer zu erhalten. Finde ich ein wunderbare Herangehensweise. Ich habe bei dem Thema, was Sie erwähnt haben, bürgerschaftliches Engagement beim Ausbau, also auch wirtschaftliche Unterstützung, finde ich eigentlich einen wichtigen Ansatz. Kann man noch weiterdenken im urbanen Raum, den kann man auch nutzen, um ihn zu begrünen. Viele von Städten, die so Bürger eingerichtet haben. In Berlin gibt es den Prinzessinnengarten. Das ist ein Parkplatz, sehr charakteristisch umgestaltet. Aus dem Raum, auf dem Autos abgestellt worden sind, die dem Klima nicht dienlich sind. Ein Raum, in dem die Anwohner ihre Kartoffeln, ihre Tomaten und alles Mögliche anpflanzen können, was in mehrfacher Hinsicht dienlich ist für das Klima. Erzeugung, kurze Wege, zweitens hauptsächlich
selbst angebaute Primär-, Sekundär-, erst über Rinder und Hühner sozusagen und Schweine an uns für uns verwertbar machen. Das finde ich sind alles sehr schöne Ansätze, die man, ich glaube, Bild ist gerade verschwunden, die man vielleicht auch in unserer Region hier noch mal stärker anschauen kann. Bild ist wieder weg. Und von daher finde ich, sind das alles sehr schöne Ansätze. Lassen Sie uns da in Zukunft auf jeden Fall weiter auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass da die Politik sehr eng verknüpft sein muss mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Wichtig ist auch, dass wir uns auch jetzt nicht weiter verstricken in Diskussionen, geht das zu schnell oder so. Aus meiner Sicht ist es schlicht und ergreifend so, ich sage es immer wieder, in 10 Jahren werden wir uns über ganz viele Themen, über die wir heute reden, gar nicht mehr unterhalten. In 10 Jahren werden wir nur noch zusehen, dass wir das Klima retten. Lassen Sie uns heute damit anfangen. Und da ist aber wichtig, dass die Politik getrieben wird. Ja, vielleicht da an Sie die Frage, wie sieht denn Ihre Agenda aus? Also Sie haben, das kann ich ja, ist ja auch durch die Presse gegangen, Sie haben die Kandidaten für die nächste Wahl, zumindest mal die der im Landtag vorhandenen Parteien eingeladen zu Gesprächen. Ich war auch bei Ihnen. Und Sie sind da schon sehr kritisch mit mir ins Gericht gegangen. Mit allen. Also wir waren da schon gerecht. Also ich glaube, Sie haben dann auch am wenigsten abgekriegt. Ja gut, wir sind da, glaube ich, sind an dem Punkt relativ nah beieinander. Das ist richtig. Nein, ich finde es ja, möchte ich auch unterstreichen, ich finde es ja auch gut. Ich habe das in meinem eigenen Ortsverband werde ich auch immer wieder gegrillt für Dinge, die ich vertrete. Und nur so kann man es tatsächlich voranbringen. Ja? Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass auch wir Politiker immer wieder daran erinnert werden. Aber Sie haben, das finde ich sehr erfrischend, eben alle Politiker, die Politiker immer wieder daran erinnert werden, was eigentlich die Hauptaufgabe ist. Nicht? Also es geht um die Menschen und damit geht es um die Zukunft. Und damit geht es um genauso Themen wie Klimaschutz. Und um das, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, Verhinderung der Kosten, die der Klimawandel noch nach sich ziehen könnte. Wie ist denn da jetzt die Agenda von Ihnen für die Stadt Gernsbach? Rastatt wäre schön, wenn es das in Gernsbach auch gäbe. Wie ist denn da die Agenda? Sie haben schon gesagt, Sie stehen mit den Stadtwerken da enger in Verbindung. Mhm. Wie sieht es in Bezug auf die restliche Verwaltung und vor allem die Kommune aus, die kommunalen demokratischen Institutionen? Also das eine ist das mit den Stadtwerken. Da werden wir noch Ende des Monats ein Gespräch führen. Muss im Moment sagen, dass halt die Stadtwerke genauso wie andere Betriebe auch Corona-bedingt etwas anders arbeiten müssen. Da bin ich froh, wenn wir Mitte des Jahres dann eine Entscheidung haben. Mhm. Und also wir als Unternehmen haben auch schon 7 Bürger Gemeinschaftsanlagen im PV-Bereich gemacht. Also wenn das jetzt mit den Stadtwerken nicht klappt, dann legen wir vielleicht selber was auf. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, wir haben jetzt mit den Landtagsabgeordneten begonnen, ins Gespräch zu kommen. Und wir werden uns jetzt aber auch die Stadträte und auch von den Bundestagsabgeordneten. Ja, werden uns auch vornehmen. Wir sind mit der Energieagentur Mittelbaden im Gespräch. Da hat also das Biomasseverschwelungsprojekt ganz gute Resonanz hinterlassen. Das heißt jetzt noch nicht, dass das schon eine Anlage jetzt gebaut wird, aber
Es gibt eben Prozesse, wo man gewisse Geduld haben muss, aber ich sehe es schon so, dass man natürlich auf der einen Seite durch Effizienzgewinne, durch Umlagerung von karbonbasierten Energien auf regenerative, dass man da schon viel erreichen kann. Aber es kann auch durchaus sein, dass praktisch für das letzte Teil, dass man da auch einfach ein paar Senken einbauen muss. Dass also die Reduzierung der CO2-Quellen vielleicht in ihre Grenzen stößt, aber wir haben jetzt ja jahrelang Kohle aus dem Boden herausgeholt und verbrannt und jetzt wollen wir einfach den Prozess umdrehen. Und so wie Sie gesagt haben, die Böden, die sind ohnehin schon ein sehr großer Kohlenstoffspeicher. Und die Indianer im Amazonasbecken haben das schon vor 3000 Jahren noch erweitert. Das sind eigentlich von Natur aus arme Böden. Und da hat man festgestellt, dass die Terra Preta, also ein Erdboden, der mit Kohlenstoff, mit Holzkohlereste, da angereichert wurde, sehr fruchtbar wurde. Das haben die bis 2 Meter Tiefe etwa eingebracht. Wenn man Kohlenstoff einbringt, also das kennt man ja von der Aktivkohle, die man zur Absorption von irgendwelchen Giftstoffen auch dann zu sich nimmt, die hat einfach auch eine sehr große Oberfläche, wo sie alles Mögliche anlagern kann, entweder Nährstoffe oder auch Wasser, wirkt also wie ein Schwamm. Die Trockenheit, die wir in den letzten Jahren hatten, die könnte man zum Teil dadurch abfedern, dass man eben solche Schwämme in den Boden einbringt, also sprich so Biokohle, Pulver unterpflügt, hätte auch gewisse Vorteile, um zum Beispiel PFC zu binden, also gegen Trockenheit in den Böden, dass man gewisse Pufferwirkung hat, hat auch Vorteile. Ein Teil von unserer Gülle, die wir ausbringen, die landet ja nicht in den Pflanzen, sondern die rauscht einfach durch den Boden durch und landet dann im Grundwasser. Auch da wäre das eine Abhilfe. Also da setze ich ziemlich viel drauf, dass man mit dieser Technik auch vorankommt. Könnte auch durchaus für Entwicklungsländer, also zum Beispiel für unser Partnerland Burundi, Vorteile habe. Die haben eigentlich genügend Niederschläge. Also rein von der Wasserversorgung her könnte das Land fruchtbar sein, aber die Böden sind total verarmt und ausgelaugt. Und mit relativ wenig Technik kann man durchaus auch mit Hilfe von Sonnenenergie Biomasse verschwelen. Und dann die Holzkohle einbringen in den Boden. Also es gibt auch in dieser Richtung Ansätze. Aber es hilft natürlich nichts. Wir müssen auch noch an anderen Stellhebeln drehen, also im Verkehr. Also der Flugverkehr, der muss einfach zurückgehen. Da hilft alles nichts. Wir werden nicht mit Photovoltaik Boeing 747 fliegen können. Ja, also wir brauchen diese Ansätze, aber wir brauchen auch noch andere, die sogenannten technischen Game Changer. Ich muss ein bisschen schmunzeln bei der Boeing 747. Das ist ja ein richtig spannendes Thema. Ja, das sehe ich genauso. Also sag mal, ich sehe schon eine Notwendigkeit, dass man in gewissen Grenzen auch fliegen können muss. Gerade so politischer Austausch. Völlig verteufeln würde ich das nicht, aber ich sehe auch mit Argwohn, dass es eben in der Vergangenheit einen Riesenhype gegeben hat und dass dieser Hype zum schnell mal nach Berlin, nach Barcelona fliegen, dass dieser Hype möglicherweise, wenn Corona zu Ende ist, wiederkommen könnte, was mich stören würde. Ich sage mal, so ein bisschen Retro-Urlaub vor Ort würde mich weit mehr begeistern. Wobei es natürlich auch da im Flugverkehr Lösungen geben könnte. Natürlich nicht mit batterieelektrischem Antrieb über den Atlantik,
aber es zumindest eine Entspannung bringen würde, wäre, wenn man mit synthetischen Kraftstoffen arbeiten würde. Mit denen habe ich mich nun sehr ausführlich in meinen letzten 5 Jahren im Landtag auseinandergesetzt, spannende Themen dabei gehabt, wobei ich aber, da könnt ihr jetzt stundenlang, mache ich nicht, drüber reden, wobei man da, dass umso komplizierter der Prozess ist, mit dem man etwas herstellt, umso größer ist die Gefahr, dass da im Rahmen dieses Prozesses irgendwas passiert, was in die falsche Richtung geht. Die Biokraftstoffe waren so ein Thema, also Biokraftstoffe schön und gut, wenn sie aus Resten gemacht werden, wenn man aber dann hinterher die Felder nur noch mit Mais bepflanzt, um dann einen Kraftstoff rauszuhaben. Und der Mais laugt die Böden aus, verdichtet die Böden, was Hochwassersituationen schnell gefährlich werden lässt. Wenn man das alles als Folge von Biokraftstoffen sieht, dann wird es halt kritisch. Dasselbe gilt für synthetisches Kerosin auch. Da muss man auch genau drauf gucken, dass es tatsächlich auch mit einer Defossilisierung einhergeht. Das ist immer die Frage, ich brauche da auch Kohlendioxid für, wo kommt das eigentlich her? Derzeit sowas gerne dann aus Industrieabgasen genommen. Das führt zwar dazu, dass man die Industrieabgase doppelt verwendet, nämlich einmal quasi als Ergebnis des industriellen Prozesses, auf der anderen Seite aber nochmal im Luftverkehr. Das ist eine Halbierung, aber es ist keine Reduktion auf Null. An solchen Themen müssen wir einfach arbeiten. Das zeigt aber, wie kompliziert sowas eigentlich ist. Für mich aber spannend, bei dem 2 Meter tief eingearbeitet, die Kohle, die Aktivkohle oder dieser Verschwelungsprozess, also 2 Meter tief fand ich sehr viel, da staune ich jetzt drüber, weil die haben ja mit Sicherheit nicht 2 Meter tief gegraben, sondern sie haben die fortlaufend zugeführt. Für mich jetzt auch ein neuer Aspekt, die Geschichte mit der Wasserbindung. Das war mir noch gar nicht so klar, aber eigentlich ist es logisch, wenn man sich es genau überlegt. Es gibt diese Unterschiede zwischen den Böden, in denen sich Humus bereits gebildet hat, und den Böden, die über Jahrzehnte ausgelaugt worden sind. Man sieht das richtig bei Feldern, wenn die direkt nebeneinander liegen. Solche Bilder habe ich schon gesehen. Auf der einen Seite heller Boden, auf der anderen Seite dunkler Boden. Da reden wir aber im Moment von 20 Zentimetern. Das ist die Stärke von den. Noch tiefer müsste es aber gehen können. Und wenn das sich aus Südamerika, das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, wenn es da so sehen oder wenn man das da so sehen kann, dann sieht man, dass es sich auch echt lohnt, in die Richtung zu arbeiten. In Afrika, also in Burundi, wahrscheinlich nehme ich mal an, dass wir das Gleiche in Tansania, weiß nicht, wie ausgelaugt die Böden da sind. Ja. Aber im Senegal gibt es ja auch Bereiche, sicherlich, die schon ziemlich abgewirtschaftet sind. Da müssten wir solche Projekte dann im Prinzip auch starten. Nicht? Ja. Von daher finde ich solche Geschichten gut. Ich selber habe eine Delegation aus dem Senegal schon 2-mal im Landtag gehabt, von den Naturfreunden von dort. Bin schon mit denen im Gespräch gewesen und habe mir fest vorgenommen, in der nächsten Legislatur da die Bindungen auch vom Land nach Senegal zu verstärken, weil ich da durchaus auch noch weitere Chancen sehe der Zusammenarbeit. Ich persönlich sage aber dazu, also die Mangrovenwälder finde ich ein sehr wichtiges Projekt. Ich kann sie aber nur bedingt als Kompensation akzeptieren, und zwar deshalb, weil wir ja gleichzeitig sehen, dass massiv Wälder in Südamerika und auch in Zentralafrika abgeholzt und verbrannt werden. Das heißt, da wird der Kohlenstoff im Prinzip mehr Kohlenstoff freigesetzt, als wir auf der anderen Seite durch Wiederaufforstung hinbekommen. Und das zeigt für mich, dass es für uns nicht so sein kann, dass wir sagen, wir versuchen irgendwo zu kompensieren, sondern dass wir tatsächlich in die Reduktion rein müssen, wo es irgendwie geht. Da spielt sicherlich die Solarenergie eine sehr große Rolle. Haben Sie eigentlich schon Erfahrung, weil Sie sagen, Sie haben schon so Bürgerkraftwerke und Ähnliches gemacht? Ich bin übrigens guter Dinge, dass die Stadtwerke, wenn die Stadt das akzeptiert, dass die Stadtwerke da mit Ihnen gut zusammenarbeiten, so wie ich den Chef von den Stadtwerken kenne, ist er da durchaus offen für diese Themen.
Man kann das ja auch, diesen Strom, vor allem auch Überschussenergien, super in den Batterien von Kfz speichern und dann, wenn es notwendig ist, auch wieder abrufen. Also ich glaube, da gibt es schon sehr gute Lösungen. Da haben Sie mehr Ahnung, weil Sie ja da im Zentrum für Wasserstoff und, heißt es Zentrum für Wasserstoff? Also Energie- und Wasserstoffforschung. Genau, Energie- und Wasserstoff arbeiten. Ja. Da haben Sie ganz sicher viel mehr Erfahrungen, was so Smart Grid-Anwendungen und Ähnliches betrifft. Aber da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Nur, welche Erfahrungen haben Sie im Moment mit dem EEG bisher gemacht und welche Hoffnungen haben Sie im Moment? Das ist zwar jetzt kein landespolitisches Thema, sondern ein bundespolitisches Thema, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass diese Ausschreibungspflicht verändert werden wird, ich glaube, Anlagen ab 500 kW Peak werden dann die Ausschreibung fallen. Da habe ich ein bisschen Sorge, denn meine Erfahrung oder unsere Erfahrung, und da komme ich auf ein Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit der Windkraft sind die, dass diese Ausschreibungsverpflichtung gerade dazu geführt hat, dass der Ausbau deutlich eingeschränkt worden ist. Welche Erfahrungen haben Sie oder haben Sie da Befürchtungen in irgendeiner Art? Also es gibt ein paar Dinge im EEG, die sind nicht so gut, wie zum Beispiel die Ausbauziele. Das ist eigentlich einfach zu wenig. Die Ausschreibungspflicht, ja, das ist für Dachanlagen über 300 kW. Entweder geht man da rein in die Ausschreibung oder man kann bloß die Hälfte des produzierten Stroms dann auch vergütet bekommen. Also das heißt, die muss dann sehr gut an den Bedarf des Gebäudes angepasst sein, also gerade große Industrieflächen. Ich würde sagen, das ist nicht toll, aber es wird sicher auch viele große Anlagen geben, die EEG-Förderung überhaupt nicht mehr brauchen. Zum Teil kann man den Solarstrom bei großen Anlagen um die 5 Cent produzieren. Und wenn man da beim entsprechenden Direktvermarkter dabei ist, kann man den Strom auch so verkaufen, ohne EEG. Was beim alten EEG ziemlich schlecht war, war das beim Mietstrommodell. Wenn Sie für Ihre Mieter eine PV-Anlage gebaut haben, als Eigentümer, waren Sie praktisch als und haben dann im Haus den Strom verkauft, hatten Sie praktisch alle Pflichten, die auch ein Energieversorger hat. Und das ist jetzt weg. Also ich muss sagen, das haben wir einmal gemacht mit einem Bauträger in Rastatt. Und ich fand es echt toll, dass die den Verwaltungsakt auf sich genommen haben. Aber das blieb dann dabei. Und jetzt ist das durch das sogenannte Lieferkettenmodell abgelöst. Und ich denke, das wird einen Boom auslösen. Denn man kann wirklich seinen Mietern günstiger Strom anbieten, als die es sonst von außerhalb beziehen können, weil ja, wenn es im Haus verkauft wird, fallen ja die ganzen Netzentgelte weg. Und dadurch, dass man halt die Meldepflichten dann an den Netzbetreiber auslagert, der ja ohnehin seinen Übertragungsnetzbetreiber die ganzen Strommengen melden muss, also der hat jetzt keinen zusätzlichen Eck dadurch, aber praktisch der kleine Produzent, der dann wegen 30.000 Kilowattstunden im Jahr ein Papierwust da erledigen musste, der ist jetzt entlastet. Und das wird wahrscheinlich im Wohnungsbau dann zu einem ziemlich guten Boom führen. Dann rechnet sich natürlich auch so eine Solaranlage im Zweifel auf dem Dach wieder, weil das ist ja einer der Kritikpunkte, die wir da gerne von anderen Parteien auch vorgehalten bekommen, dass wir nur das Wohnen verteuern würden. Aber langfristig ist doch eigentlich so eine Solaranlage, wenn man nicht diesen ganzen Act hat. Also ich habe die Geschichte mit der Industrie Unternehmen, dass die Küche mal irgendwann ausgelagert hat, weil die gesagt haben, wir bauen Maschinen.
wir kochen nicht Spaghetti, also können wir das auch irgendeiner einem Externen überlassen. Dann mussten die plötzlich den Strom, den die für die Küche gebraucht haben, mussten sie dann versteuern, also EEG-Umlage zahlen. Dann muss man ja im Grunde genommen den Umsatz, also entsteht dann wieder Umsatzsteuerpflicht. Das war ja ein irre Wust, der da entstanden ist und der sicher viel ausgebremst hat. Das kann man auch vorstellen. Ja, also es gibt natürlich wie bei jedem Gesetz immer ein paar Kritiker, die sagen, viel zu wenig. Hm. Hätte man einen großen Wurf machen können? Ja, kann man sagen. Aber man kann auch sagen, ein paar bürokratische Dinge sind jetzt beseitigt und das ist gut so, weil im Prinzip zur Montage von einer Photovoltaikanlage hat man eigentlich immer über die letzten 20 Jahre dieselbe Zeit gebraucht. Die Montage auf dem Dach ging immer schneller und der Verwaltungsaufwand anschließend, das war dann irgendwann so ein Stapel Papier. Also beim Mieterstrommodell haben wir jetzt mal eine echte Chance, dass das angewandt wird und nicht bloß bei einzelnen absoluten Idealisten, sondern auch wirklich bei Leuten, die sich jetzt nicht bloß im Papier Großstrom ärgern wollen. Das klingt ja ermutigend. Wir werden weiter daran arbeiten, dass wir das noch weiter entschlacken. Ich sage mal so, wie gesagt, als Grüne haben wir vor, in der nächsten Legislatur auch die Solarpflicht für alle Dächer einzuführen, weil wir einfach überzeugt sind, wir müssen jeden Quadratmillimeter, also nicht sämtliche alten Dächer, sondern nur die, die neu gebaut werden, aber jeder Quadratmeter mehr ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Energiewende. Und ich sag mal, ich bin jetzt Sprecher für Elektromobilität. Wenn man über ein Dach verfügt und ein Elektroauto sich anschafft, dann hat man damit ja auch eine reelle Chance, dass man tatsächlich seine Spritkosten auf Minimum reduziert. Ich bin persönlich allerdings durchaus auch der Auffassung, man müsste das EEG, also die Umlage als solche, ganz abschaffen. Und genau wie man das bei der Atomenergie auch gemacht hat, schönes Beispiel, dazu übergehen und zu sagen, wir fördern direkt. Das hat man damals vor 30 Jahren, beziehungsweise 20 Jahre ist es erst her, als die Grünen das Thema EEG-Gesetz eingeleitet haben, haben die Vordenker damit gerechnet, dass irgendjemand versucht, das hinterher wieder umzudrehen, wenn eine andere Konstellation an die Macht kommt. Und man wollte da einfach eine Sicherheit schaffen, dass über eine Legislatur hinaus auch noch weiterhin die Förderung bleibt. Deswegen hat man da sozusagen Tatbestände geschaffen. Aber es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, dass die Stromkunden für den regenerativen Ausbau des Stromes zahlen müssen, wohingegen alle anderen, die davon ja eigentlich klimapolitisch auch etwas haben, nichts dafür zahlen müssen. Nicht? Also von daher glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Kommen wir zur landespolitischen Ebene. Sie hatten ja damals in dem Gespräch, was ich hatte, sehr konkret eingefordert, wir sollten unsere Ziele an diesem 1,5-Grad-Ziel orientieren und haben selber jetzt in Ihrem Vortrag ja auch diese Budgetrechnung eingefordert. Oder angesprochen zumindest. Dazu wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir zwar da noch ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Es gibt noch keine konkreten Regelungen dafür, aber dass wir uns fest vorgenommen haben, für das Land Baden-Württemberg so eine Budgetpolitik zu betreiben, dass man im Grunde auch versucht, solche Budgets konkret ins politische Handeln umzusetzen. Wo wir es tun können, ist bei öffentlichen Aufträgen. Einen Schattenpreis für den CO2-Verbrauch einzurichten. Ja, dass man, wenn man eine Ausschreibung macht, dass man schaut, das ist persönlich auch für einen sinnvollen Weg wahrscheinlich, dass man eben genau schaut, wie viel CO2-Schäden oder CO2-bezogene Schäden entstehen denn auf Dauer und diesen Preis, wir hatten da vor 2 Jahren einen großen Streit, so, wir gehen jetzt von 180 Euro aus. Gibt Wissenschaftler, sind Physiker, sie haben da wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung als ich, gibt Wissenschaftler, die sagen, 240 würde nicht reichen. Wenn man jetzt diese 180 Euro einsetzen würde, dann hätte man auch die Chance, zum Beispiel beim Einsatz von Recyclingmaterial, was
nicht immer billiger ist. Zum Beispiel beim Einsatz von Holz, was auch nicht immer billiger ist. Zum Beispiel beim Einsatz von Unternehmern aus der Region, die nicht irgendwie noch herantransportiert werden müssen, von Materialien, die lokal produziert werden, diesen Schattenpreis mit draufzurechnen, sodass dann auch jemand einen Zuschlag bekäme, der in dem Fall die Chance hat oder der sonst nicht die Chance hätte, weil er einfach klimafreundlich produziert. Was halten Sie von solchen Ideen? Also super. Also das kann ich nur begrüßen. Und wenn man es schon mal schafft, 180 Euro einzupreisen, ist das schon ein richtig guter Fortschritt gegenüber dem, wie halt CO2 jetzt im Moment zu 25 Euro die Tonne gehandelt wird. Also ja, machen Sie das bitte. Ich sehe gerade, es gibt auch schon Anmerkungen von Nico Paulus, unserem Fraktionsvorsitzenden in Ottersweier, sehr umtriebiger Mensch. Hallo Nico, sage ich jetzt mal hier aus dem, sozusagen ins Off hinein. Die garantierte Vergütung senkt die Kapitalkosten und damit die Gesamtkosten des Ausbaus. Sicherheit senkt die Kosten für das Fremdkapital, war eine geniale Idee von Hermann Scheer und Hans-Josef Fall. Ja, das ist richtig. Und die Frage ist natürlich schon, Sie hatten das ja angesprochen, dass man aber zumindest auf großen Dächern ja auch heute kostendeckend produzieren kann. Da ist halt für mich natürlich immer so die Frage, wie viel Anreiz, oder kriegen wir auch einen Anreiz für die kleinen Dächer hin? Es reicht aus Ihrer Sicht diese Entschärfung jetzt im Moment, die im EEG da ist, muss man das noch weiter treiben? Denn letztlich haben wir ja auch das Problem, dass die Solaranlagen nur dann produzieren oder wenn die Solaranlagen richtig produzieren, dass dann halt auch richtig viel Strom im Netz ist. Und was bei dem freien Handel jetzt natürlich dazu führt, dass die Einnahmen dann sinken. Von daher ist ja schon die Frage mit dem garantierten Preis, ob man da irgendein Minimum zumindest ansetzen müsste. Ja, es ist natürlich so, im Moment, wenn Sie nur noch eine Einspeisevergütung um die 8 Cent bekommen. Auf einem kleinen Dach kann man vielleicht den Solarstrom für vielleicht 9 oder 10 Cent die Kilowattstunde erzeugen. Das heißt, wenn man für das, was man einspeist, hat man dann bei kleinen Anlagen entweder, dass man es gerade durchschiebt oder eine Unterdeckung. Für den Strom, den ich gleichzeitig selber nutze, wo ich ihn produziere, kann ich 30 Cent Ersparnis auf die Kilowattstunde umrechnen, was ich sonst bei der NBW oder sonst irgendwo zahlen würde. Das führt also dazu, dass man halt schaut, dass die Anlagen relativ klein sind, weil ich dann einen großen Anteil selber nutzen kann. Das heißt, in der Mischkalkulation geht halt dann der Kilowattstundenpreis Richtung 20 bis 30 Cent. Und wenn die Anlage sehr groß ist, dass er bloß noch 5% selber nutzen kann gleichzeitig, dann geht halt der Wert der Kilowattstunde Richtung die 8 Cent. Das hat also jetzt dazu geführt, dass also die Anlagen halt etwas kleiner gebaut wurden, als jetzt die Anlagen für die Volleinspeisung zu Beginn des EEG. War also jetzt für die Gesamtversorgung kontraproduktiv, aber man kann es natürlich dem Einzelnen nicht verdenken, dass halt die Anlage auch der eigenen Wirtschaftlichkeit nach ausrichtet. Wir hatten halt in den Jahren 2006 bis 2010 eine gewisse Überförderung der Photovoltaik. Und diese hohe EEG-Umlage, die wir haben, die wurde in diesen Jahren generiert. Also das EEG, das war wirklich ganz toll gestrickt. Das hat nämlich dem EU-Recht standgehalten
Und das geht nur, indem man es als Umlagemodell macht. Mhm. Wenn da Steuergelder reingeflossen wären, wäre das nach EU-Recht eine Beihilfe gewesen. Und das hat die Regierung Schröder und den Bundesumweltminister Trittin dann schon sehr schlau gestrickt. Mhm. Was man vergessen hat, war dann für die, also praktisch eine schnelle Reaktion einzubauen, wenn der Zubau hochgeht und die Absenkung der Einspeisevergütung da nicht mithalten kann. Mhm. Also wir hatten wirklich eine Überförderung. Das EEG war gestrickt, dass man als Investor ungefähr eine Rendite von 7% hatte. Mhm. Wir haben allerdings Kunden, die sagen, dass sie Renditen von 15% haben. So war es eigentlich nicht gemeint. Freut mich für den Einzelnen, aber für die EEG-Umlage und für die Erhöhung des Strompreises ist natürlich für die Allgemeinheit nicht so gut. Also insofern, ja, musste die Umlage so weit gesenkt werden und damit halt auch die Einspeisevergütung. Das hat jetzt den Vorteil, die Anlagen, die jetzt dieses Jahr ausfallen, also die Ü20-Anlagen, das, was die dann wieder freisetzen an EEG-Umlage, das hilft dann, also für die 100 Megawatt, die jetzt weggehen, dass man etliche Gigawatt dafür bauen kann. Mhm. Und das wird hoffentlich passieren. Vorausgesetzt, sie werden nicht noch zurückgebaut, aber ich glaube, bei den Solaranlagen ist das Risiko nicht so hoch. Bei den Windkraftanlagen haben wir da eher die Befürchtung gehabt, dass da möglicherweise hunderte von Anlagen jetzt sogar wieder abgebaut werden, obwohl sie eigentlich noch einsatzfähig sind. Ja, das ist jetzt auch noch ein positiver Teil vom EEG. Das war allerdings bis kurz vor knapp noch nicht entschieden. Aber es haben wir so gemacht, dass also Anlagen bis 7 kW von der Smart-Meter-Pflicht befreit sind. Also, dass man nicht aufwendige Zähler einbauen muss und dass die jetzt auch noch eine Einspeisevergütung um die 4 Cent erhalten. Also, die kann man jetzt bis 2027 noch betreiben und ist ganz gut so. Ja. Dann habe ich hier zwei weitere Fragen im Chat gesehen. Ich fange mal an mit der Frage von dem Sieghard Oberacker, der fragt, warum läuft in Baden-Württemberg trotz der grünen Regierungsbeteiligung der Ausbau der regenerativen Energien, Photovoltaik und Windkraft so schleppend? Das ist eine Frage, die in erster Linie an mich natürlich gerichtet ist, wo ich auch gerne darauf Bezug nehme. Also ein entscheidender Faktor war die vorhin von mir erwähnte Ausschreibungspflicht, insbesondere bei der Windkraft. Und dann natürlich die Tatsache, dass die Windkraft bei, ich sag mal, relativ viel Themen damit reinspielen, Bürgerinitiativen, Naturschutz und, immer schon vom Genehmigungsprozess her etwas schwieriger war. Aber die Ausschreibungspflicht hat nicht nur in Baden-Württemberg, sondern überall dazu geführt, dass der Zubau von Windkraft in den letzten 2 Jahren massiv eingebrochen ist. Da haben wir zigtausend Arbeitsplätze in Norddeutschland verloren. Die Ausschreibungspflicht hat vor allem einen Effekt. Wenn ich an der Ausschreibung teilnehmen möchte, um eine große Anlage zu installieren, dann habe ich Vorlaufkosten, die in einem Bereich zwischen 500.000 und 1 Million liegen können, je nach Größe der Anlage, bei denen ich nicht weiß, weil es eine Ausschreibung ist, ob ich die hinterher wieder reinkriege. Früher war das dann halt so, dass die Bürgerinitiativen dann aktiv geworden sind und haben das konzipieren lassen, haben den Antrag auf Genehmigung gestellt, haben den in den Ländern, in denen das leichter möglich war, auch schnell bekommen, vor allem natürlich Norddeutschland. Aber ich selbst bin gebürtig in Hessen, habe da noch Bezüge hin. Wenn man da hinfährt, sieht man also auf allen möglichen Hügeln auch diese Windkraftanlagen stehen. Hier in Baden-Württemberg war jahrzehntelang eines klar, nur in den sogenannten Vorzugsgebieten, und das waren in der Regel recht kleine Bereiche in Baden-Württemberg, durfte überhaupt gebaut werden. Das haben wir nach 2011 geändert, haben das Gesetz insoweit geöffnet, dass überall gebaut werden durfte.
vorausgesetzt die emissionsschutzrechtlichen und nachbarrechtlichen Bedingungen sind eingehalten. Da gab es auch einige Bürgerinitiativen und Energiegenossenschaften, die in diese Möglichkeit eingestiegen sind. Aber wenn ich jetzt versuche, 20 Haushalte zusammenzukriegen und sage, ihr müsst jetzt mal 500.000 Euro aufbauen oder 100 Haushalte vorhalten und wenn es blöd läuft, dann ist es halt weg, das Geld, dann laufen die natürlich nicht mehr mit. Und das ist jedenfalls unsere Vermutung auch zur Folge, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung natürlich massiv zurückgegangen ist. Wir sehen das auch hier allenthalben, dass in der Region dort, wo Windkrafträder geplant sind, als erstes mal Bürgerinitiativen dagegen entstehen. Das macht es nicht gerade einfacher. Und dann kommen eben diese ganzen naturschutzrechtlichen Bedenken noch dazu, die alle ernst genommen werden müssen. Ich will das alles gar nicht runterspielen. Ja, auch Abstandsfragen und irgendwelche Lichter, die abends blinken und so weiter. Wobei diese Verfahren natürlich immer schon dazu geführt haben. Und umso mehr Bürgerinitiativen da sind, umso stärker führen sie dazu, dass man hier einen Widerstand gegen solche Anlagen hat. Das macht es dann nicht wirklich einfacher. Und beim Ausbau der Solarenergie war tatsächlich ein Knick über die Jahre erstmal zu spüren, als die Solarvergütung oder die gesicherte Vergütung heruntergefahren worden ist. Wobei das ist etwas, was man im Nachhinein auch konstatieren muss, was auch wirklich mit den Vorhaltekosten zu tun hatte. Sie haben es ja angesprochen, dass da im Prinzip eine Überförderung existierte, die durchaus sinnvollerweise runtergefahren wurde. Übrigens auch deswegen, weil dann mehr Geld zur Verfügung steht, um mehr Anlagen zu fördern. Das hat aber erstmal zu einer Verunsicherung geführt. Und dann ist natürlich auch das Thema der Rückvergütung, der Papierkram, der damit entsteht und zusammenhängt, der war auch sehr abschreckend. Also ich selber habe auch genau diese Beispiele, Vermieter, die dann hergegangen sind und gesagt haben, das mache ich nie wieder. Wenn ich da so Stöße Papier ausfüllen muss, muss ich eine Umsatzsteuererklärung abgeben, was ein Normalbürger ja überhaupt gar nicht macht, nur weil ich was Gutes für meine Mieter tue. Das hat sicherlich da auch zum Ausbremsen geführt. Ja. Vielleicht können Sie noch zwei Sätze zur Praxis sagen. Kam jetzt noch die Frage hinterher, hat sich das mit der Ausschreibungsfrist der EEG-Umlage verbessert? Nein, hat es nicht. Jetzt wird das noch angewendet auf die Solaranlagen. Ich fürchte, das ist so in der Form, aber wie schätzen, können Sie vielleicht auch noch einen Satz zu sagen? Da ist, glaube ich, viel Verhandlungspotenzial für künftige Regierungskoalitionen eingebaut worden, aber nichts für die regenerativen Energien. Aber ja, vielleicht. Also das. Entschuldigung. Ja. Also das muss noch verbessert werden und das EEG, wie es jetzt drin ist, das wird so nicht bleiben. Das hat keinen Bestand über ein Jahr. Da müssen auch noch andere Dinge, also zum Beispiel, wenn Sie Power-to-Gas machen, dann ist das Gas, das ja eigentlich nur ein Speicherprodukt ist und keine Endenergie, trotzdem in der EEG-Umlage drin. Und ja, ein Kubikmeter Gas kaufen Sie normalerweise Größenordnung irgendwas um 80 Cent. Keine Ahnung, ich habe Pellets und kenne die Preise jetzt nicht, aber so Pi mal Daumen. Da stecken 10 Kilowattstunden drin. Und wenn Sie das regenerativ, selbst mit einem Wirkungsgrad von 100% erzeugen würden, wären dann schon im Moment 67 Cent EEG-Umlage drin. Ja, ja, das killt natürlich die Sache. Also das muss nachgeschliffen werden, denn wenn wir wirklich Dekarbonisierung haben wollen, dann brauchen wir eben regenerative Energieträger, regenerative Kraftstoffe und die müssen wir von der EEG-Umlage befreien. Also ist ja eigentlich widersinnig. Aber es ist im Moment noch laut Buchstabe des Gesetzes noch drin und das bremst die Sache aus. Und auch die Ausschreibungspflicht für kleinere Anlagen
das muss auch noch nachjustiert werden. Also bin ich davon überzeugt, dass das so nicht Bestand haben wird. Aber es ist jetzt erstmal durchgepaukt worden, dann hat man jetzt mal die Sicherheit für die Ü20-Anlagen, aber da werden noch ein paar Dinge hoffentlich nachgebessert. Das bei dem, also ich weiß, dass ich habe mir das in Werte gibt es von Audi eine Anlage, die Power to Gas produzieren. Die machen Methangas, übrigens tatsächlich vollständig defossilisiert. Das heißt, sie nehmen aus Biogas das Kohlendioxid, was sie brauchen, um dieses Methangas zu produzieren. Und die haben mir gesagt, dass in Deutschland wäre im Moment die Produktionskosten so bei 4 Euro für die Kilowattstunde. In der Schweiz hat man alle diese Belastungen abgeschafft. Da liegen wir bei 2 Euro. Ist immer noch viel zu teuer, um es auf dem freien Markt zu verkaufen. Aber es ist zumindest ein Ansatz. Ich finde es auch wichtig, deswegen fördert das Land solche Projekte auch, dass man solche Geschichten trotzdem macht, weil als Speichermedium Gas, also schon Wasserstoffgas, ist aber leicht flüchtig und auch Methangas eine sehr sinnvolle Variante sein können. Das muss man weiter auch untersuchen. Und in bestimmten Bereichen, Kerosin, Luftverkehr habe ich vorhin erwähnt, da brauchen wir diese langkettigen Kohlenwasserstoffe auf jeden Fall. Also da muss er auf jeden Fall am Ball bleiben. Und das war immer schon eine Forderung der Industrie, nimmt das raus aus der EEG-Umlage. Das halte ich durchaus für vernünftig. Ja. Und da müssen wir bestimmt auch nachjustieren. Und dann habe ich noch eine Frage. Wir kommen auch so langsam zum Ende unserer Zeit. Welche Tipps sind besonders empfehlenswert, um im Alltag mehr auf Klimaschutz zu achten? Spannende Fragestellung. Sie haben sich damit sicher sehr viele Gedanken gemacht. Ich werde damit auch immer wieder konfrontiert. Haben Sie so aus dem Stegreif 2, 3 Sachen, wo Sie sagen, das kann jeder im Alltag sozusagen tun, um Klimaschutz voranzutreiben? Also, wie schon erwähnt, 40% von unserem CO2 werden bei der Stromproduktion ausgestoßen. Was jeder machen kann, ist ja, dass er danach schaut, dass er 100% Ökostrom kriegt. Mhm. Dann ist schon mal ein großer Ballast weg. Heizen, klar, entsprechend isolieren. Und ja, das ist jetzt die Langfristperspektive, wird in die Richtung gehen, dass man mit Wärmepumpen heizt. Weil wenn man wirklich 85% von unserem CO2-Ausstoß reduzieren wollen, dann müsste man der Industrie die Biomasse überlassen. Das heißt, also wenn wir jetzt alle Pelletheizungen bauen, dann nehmen wir das für die Zeit ab 2030 der Industrie weg, die halt Hochtemperaturprozesse braucht. Das heißt, es wird bei der Wärme einfach Richtung Wärmepumpe gehen. Setzt natürlich voraus, dass das Haus gut gedämmt ist, dass ich mit einer niedrigen Vorlauftemperatur auskomme. Denn rein physikalisch gesehen geht halt mit steigender Vorlauftemperatur der Wirkungsgrad der Wärmepumpe immer mehr Richtung Stromheizung. Also da natürlich Mobilität 20%, aufs Auto verzichten, wo es geht. Natürlich aufs Fliegen verzichten, wo es geht. Das muss keine 100% Reduktion sein, aber es kann auch nicht sein, dass man für einen Junggesellenabschied nach Palma de Mallorca fliegt. Also irgendwo hakt's. Und solange man da für 20 Euro nach Mallorca fliegen kann, wird man das vielleicht nicht wegkriegen. Also da muss ein Umdenken stattfinden. Und es hat sich ja auch in Corona gezeigt, dass man auch auf manche Dinge verzichten kann, ohne dass die Lebensqualität weg ist. Bei der Mobilität
haben wir uns als Ziel vorgenommen, unter anderem jeder zweite Weg in der Innenstadt, selbst aktiv mit dem Fahrrad oder mit dem Fuß zurücklegend, also zu erreichen, dass jeder zweite Weg in der Innenstadt selbst aktiv zurückgelegt wird. Das ist ein erreichbares Ziel, weil wir wissen, dass die allermeisten Strecken, die man überhaupt mit dem Auto fährt, unter 2,3 Kilometer sind. Das heißt, da sind ganz viele Strecken darunter, beispielsweise berühmte Elterntaxi als eine Idee, die man sicherlich wegreduzieren kann. Übrigens, da hatte ich keine Chance und meine Frau, weil unser Sohn hätte es sowieso nicht zugelassen, dass wir mit dem Auto fahren. Das heißt, wir konnten da nichts reduzieren. Der ist selbst bei schlimmsten Regen hat er immer darauf bestanden, dass er zu Fuß in die Schule geht. Finde ich richtig gut. Da kann sich jeder noch in die eigene Nase packen. Ich auch. Also ich nutze auch viel zu viel das Auto und könnte da sicherlich noch mehr machen. Fahrrad finde ich ein ganz wichtiges Beispiel, was wir jetzt im Moment aktiv immer wieder erleben, dass unter Corona viele das Fahrradfahren wieder entdeckt haben. Wenn wir die jetzt noch dazu bringen, dass wir mit dem Rad zur Arbeit fahren, dann haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht. Und das ist durchaus mit der E-Mobilität und den E-Bikes auch durchaus heute möglich. Wir bauen da die Radwege schon jetzt gut deutlich mehr aus. Minna Herrmann ist dafür mal ausgelacht worden, diese Radwegeförderung in den Vordergrund gestellt hat. Heute wird das abgekupfert von der Bundesregierung, finde ich immer ein schönes Beispiel. Wir haben hier auch die Chance, dass wir konkret für Rastatt was erreichen, weil der Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Rastatt gehört zu den Projekten, zu den 10 Projekten dieser Art, die mit als erstes gefördert werden sollen und ist ja jetzt auch mit einer Projektgruppe auf den Weg gebracht. Von daher hoffe ich, dass wir hier möglichst schnell auch zu einem guten Ergebnis kommen. Und was ich immer wieder höre, ist Fleisch essen, ist ein wesentlicher Faktor, den man sehr schnell abstellen kann. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, in den totalen Veganismus überzugehen. Aber wenn man zumindest deutlich den Fleischkonsum reduziert, erreicht man da sehr, sehr viel. Ich kenne jemanden, der aus der Autoindustrie kommt und der mir berichtet hat, dass der größte CO2-Fresser, den er sozusagen oder Ausstoß, den er produziert hat, dass er tatsächlich an dem Fleischkonsum lag und er ist allerdings ansonsten auch schon viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und dadurch hat er die größte Ersparnis sozusagen erreicht. Ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem man sich durchaus noch mehr auseinandersetzen kann. Ich gebe zu, ich kaufe inzwischen wieder relativ viel Fleisch, liegt daran, dass wir seit 2 Jahren einen Hund haben, aber selber essen wir mittlerweile deutlich weniger. Ist eher die Ausnahme und ich denke, das ist auch ein guter Ansatz, wenn man vielleicht in der Richtung aktiv werden kann. Es gibt noch viele andere Beispiele, allerdings ist jetzt unsere Zeit sozusagen, die wir uns vorgenommen haben, erreicht. Deswegen möchte ich jetzt eine kleine Schlussrunde sozusagen zwischen uns beiden einleiten. Mir hat es jetzt sehr gefallen, diese Diskussion. Es waren für mich auch wieder ganz viele neue Aspekte darunter. Ich denke, das ist für die Leute, die uns zugeschaut haben, auch. Wünsche von uns mal viel, viel Erfolg. Wir werden daran arbeiten, dass wir die EEG-Umlage im nächsten Jahr neue Füße stellen oder überhaupt das EEG-Gesetz. Und wir werden daran arbeiten, das kam vor, nicht alle Dächer im Land mit Photovoltaik oder landeseigene Liegenschaften mit Photovoltaik ausgestattet. Stimmt, wir haben da noch Luft nach oben. Aber es ist halt nicht das einzige Thema. Wir haben andere Möglichkeiten, energiesparend zu agieren und entsprechend zu. Wir werden alles ansetzen, dass wir in der nächsten Koalition eine so starke Stellung einnehmen können, dass wir solche Themen auch gut voranbringen können. Und ich drücke und wünsche Ihnen viel Erfolg, dass das Klimabündnis Rastatt, die es so gibt im Kreis und im Land, dass die auch sehr erfolgreich sind. Damit also auch viel Erfolg und viel Glück.
Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg beim Durchsetzen dieser Ziele und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. War ein sehr netter und interessanter Gedankenaustausch und ja, gerne wieder. Vielen Dank. Also mein Dank gilt vor allem Ihnen, denn Sie haben ja Freizeit geopfert für diese Veranstaltung. Und ja, setzen wir gemeinsam daran, alles daran, dass wir eine gute Zukunft kriegen. Ich fand das Bild, was Sie am Anfang bemüht haben, es lohnt sich viel mehr als zum Mond zu fliegen, da zu kämpfen, dass ja eine Enkel- und eine Zukunftstaug, eine Enkel- und eine urenkeltaugliche Zukunft hinbekommen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Vielen Dank. Ja. Und dann wünsche ich noch allen einen schönen Abend und weiter gute Zeit. Danke gleichfalls.